Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier wieder eine Buchrezi für euch. Und zwar ist es diesmal ein Roman von der Patricia Coelho. Das Leuchten der Blätter heißt ja. Und es ist von einer Spiegel-Bestseller-Autorin vom Fischer Verlag. Ich ersetze das Cover. Ich finde es ganz schön. Ich mag Bäume, den See oder das Meer. Aber das hier ist jetzt der See. Das hier ist jetzt der See. Es ist ein dicker Roman und es ist, wenn ihr meine vorherigen Videos gesehen habt zu den zwei Nora Roberts Romanen, es ist ein ganz anderer Stil. Es ist ein Wohlfühlroman und ich habe mich sehr wohl gefühlt mit dem Buch, muss ich sagen. Es hat sehr viel tiefe Messages. Ich habe jetzt total Lust, an die Orte zu gehen, aber ich habe gegoogelt, das ist 12 Stunden weg von mir, aber irgendwann gehe ich auf jeden Fall dahin. Ich muss diese Orte sehen, wirklich. Das schaffen weniger Bücher bei mir, dass ich die lese. Und dass ich dann einfach denke, wow, ich muss dahin. Ich weiß nicht, schreib mir mal in die Kommentare, ob das bei dir, ob du das kennst, dass du so ein Buch liest und dann direkt dahin willst. Ich würde jetzt mal direkt den Klappentext vorlesen. Ach so, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich das Buch auch aus dem Bücherschrank habe. Und zwar, es ist in einer richtigen Top-Verfassung. Das freut mich riesig. Und es war ein richtiges Geschenk. Und übrigens ist das Buch eine Reihe. Und ich will mir dann die restlichen Bände auch noch kaufen. Aber fertig geplappert. Jetzt lese ich vor, worum es geht. Ein Wald voller Anmut und Erinnerungen. Ava betreibt in Kühlungsborn ein Antiquitätengeschäft, das ihr einst vererbt wurde. Doch obwohl sie die Arbeit dort nicht erfüllt, scheut sie sich davor, ihren Herzenswunsch nach kreativer Arbeit in die Tat umzusetzen. Aufregender wird ihr Leben, als die temperamentvolle Soil wie in ihren Laden stürzt. Denn sie hat in Avas Schaufenster ein Symbol entdeckt, hinter dem eine besondere Bedeutung steckt. Gemeinsam reisen die beiden an die Mecklenburgische Seenplatte, um mehr über das Symbol zu erfahren. Die alten Eichen in Ivenack haben es Ava besonders angetan. Aus der Umgebung schöpft sie Kraft und Inspiration. Und sie trifft dort auf P., der sie ermutigt, ihren Herzenswunsch nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte. Sehr slow burn, aber sehr schön, bringt einfach auch zum Nachdenken und selbst manche, ja, vielleicht Verhaltensmuster oder einfach manche Lebensweisen ein bisschen kritisch anzusehen. Es geht auch viel um die, weiß nicht, Bequemlichkeit, also ein wenig so die Bequemlichkeit des Lebens. Also nee, das ist jetzt nur so eine Message. Aber ich finde es sehr schön. Freundschaft spielt eine sehr große Rolle in dem Roman, was ich total schön finde. Also die Ava hat so eine Freundin, die Luna. Also das wird da klar, die kennen sich noch nicht lange, aber sie sind trotzdem ganz gut befreundet. Die Ava ist eher so einsam. Ihre komplette Familie ist verstorben. Eben sie leitet da das, also sie... Sie ist der Haberin dieses Antiquitätengeschäftes, das sie eigentlich gar nicht mag. Und dann passiert es, dass da, also geht sie mit der Luna, mit ihrer Freundin, zur Schwester von der Luna, zur Franzi. Die hat mit ihrem Freund so ein kleines Restaurant, so einen Gasthof mit ein paar Zimmern. Da gehen sie die besuchen. Und da ist auch der Peer, so lernen sie sich kennen und er macht ihr Mut eigentlich. Also sie reden ein wenig und er macht ihr Mut, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen soll. Sie hat eben so eine geheime kreative Leidenschaft. Das wird ja nicht beschrieben, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, was ihre Leidenschaft ist, weil es wird dann nicht beschrieben, genau. Aber auf jeden Fall macht er ihr Mut und es ist wirklich schön. Der Peer ist zu dem Zeitpunkt auch noch vergeben. Also vergeben ist er, aber mal sehen. Also auf jeden Fall hat die aber gleich Gefühle für ihn. Aber sie will eigentlich schauen, dass sie nicht irgendwie einen Keil zwischen ihn und seiner Freundin treibt. Und seine Freundin ist, also der Peer hat eine Firma. Er baut Gartenzäune zusammen mit seinem Bruder und seiner Freundin. Und die beiden sind so ein wenig so, sie leiten da die Zentrale in Berlin und so. Und er ist so der kreative Mensch. Er hat sich in eine Hütte in Bernöwe, so einem Kaff, zurückgezogen und arbeiten von da aus. Also mir ist er direkt total sympathisch. Und der Ava auch. Aber auf jeden Fall, die Solvi ist eine Frau aus Amerika.
ich glaube 47, 48. Die wuchs in Deutschland auf und mit 15 nach dem Mauerfall wanderte ihre Eltern mit ihr nach Amerika aus. Die Solvi hat da gelebt, aber sie kam dann sozusagen auf der Spuren nach einem Familiengeheimnis kam sie wieder hierher und sie kam den Avas laden, weil sie, also die Ava hat so ein Schiff ausgestellt im Schaufenster, drauf ist so ein Symbol. Und das sucht die Solvi, das ist, hat irgendwas mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Und da, so kommen sie ins Gespräch und beschließen zusammen eine Reise zu machen nach Ivenach und, wie heißt das, Kranichruf. Nach Kranichruf, dort ist die Solvi aufgewachsen und hat sehr viele Erlebnisse und dort geht sie auch ihrer Familiengeschichte ein wenig auf die Spur. Und es ist einfach sehr schön, wie das alles beschrieben wird. Auch die Liebe zu den Bäumen spielt eine zentrale Rolle. Und ich will das auch mal, also hier kommt so der Großvater von der Solvi vor, der ist zu dem Zeitpunkt schon tot, aber er hat dennoch spielt eine große Rolle in dem Buch trotzdem. Und er war ein Mensch, der hat eine tiefe Verbundenheit zu den Bäumen, das fand ich schön. Und sein Rat ist eigentlich, man soll sich unter einen Baum setzen und seinen Gedanken zuhören, dann weiß man, was man tun soll. Und seit ich das Buch gelesen habe, will ich das unbedingt tun. Irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, einfach unter einem Baum zu sitzen. Und also ich habe, seit ich das Buch gelesen habe, bin ich ein paar Mal unter einem Baum gesessen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, dass ich mir dabei beim Denken zuhöre. Aber ich will es weiter machen, dass es klappt. Genau. Und in Benach ist bekannt für seine alten Eichen. Also die sind wirklich mehrere hundert Jahre alt, wenn nicht gar 1000. Ja. Und es wird so schön beschrieben, diese Eichen und diese Verbundenheit, die Ava da spürt und auch so im Zusammenhang auch mit der Familiengeschichte, mit Avas Leidenschaft. Das wird alles so wunderschön verbunden. Also es war wirklich sehr schön, herzerwärmend zu lesen. Und wie gesagt, ich habe so richtig Lust bekommen, um da nach Schloss Kranichruf und nach Ivenach in den Park zu den alten Eichen zu fahren. Also, wer weiß, vielleicht im Sommer. Vielleicht, ich muss mal schauen, ich fahre ja jeden Sommer nach Polen. Vielleicht lässt sich das ja so verbinden, dass ich irgendwie da 2-3 Tage auf dem Weg dorthin gehe und das ein wenig anschaue und dann weiterfahre. Muss ich mal schauen, aber noch ist ja Winter, das ist ja dann erst in einem halben Jahr wieder so weit, aber ich würde am liebsten direkt aufbrechen. Irgendwie. Aber auf jeden Fall, liebe Leute, es ist eine sehr schöne Geschichte. Es geht da hauptsächlich um die Ava, aber auch die Side-Charaktere, also die Solvi, die Luna, es kommen noch andere Leute, also die Franzi, es kommt noch eine junge Frau dazu. Die sind auch total schön alle und herzberührend und ist wie so Fäden, die weben am Schluss ein Muster. Also ich finde es total schön. Und es ist eine Reihe. Warte mal, ich muss mal schauen. Da. Ja, es gibt, glaube ich, über jede Person, also hier ist ein Buch Glück. Das Glück in den Welten. Franzi hat sich mit Matteo, das ist die Schwester, hat sich das Kaffee eröffnet. Genau, das ist der zweite Band. Und über die Nele, die kommt nur so am Rande vor, gibt es auch einen Band. Und nochmal über eine Fotografin gibt es auch einen Band. Ich glaube, es gibt 4 Bände dazu. Schau mal, sind die hier? Nee, die Patricia Quella hat übrigens auch schon einige Bestseller geschrieben. Wow, mein Respekt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bestseller. Ah ja, genau, und das ist die Sehnsuchtswald-Reihe, die will ich die anderen 3 Bände unbedingt auch noch lesen. Und hier ist ein Bild von der begabten Autorin. Total spannend, ich würde mich total gerne mal mit dir über die Bäume unterhalten, weil ich glaube, anhand von dem Buch hat sie selbst eine tiefe Bindung zu den Bäumen. Also gut, vielleicht ist das ja nur fiktiv, aber ich glaube, es ist ja doch immer auch was vom Autor drin. Genau. Schreib mir gerne mal, ob du das Buch kennst oder sonst eins von der Patricia Quelle. Würde mich total interessieren und ich kann es jedem Mensch empfehlen, der was sucht. So einen Wohlfühlroman, aber mit ganz tiefen Messages und Slow Burn und Freundschaft und Familiengeschichten und Bäumen. Genau, kann ich sehr empfehlen.
Wer jetzt nur Action, Herzrasen und so, Mord und Totschlag möchte, ist damit falsch. Also ist mit diesem Buch nicht bedient. Also, in dem Sinne freue ich mich über einen Daumen hoch, wenn dir das Buch gefallen hat. Und bis bald wieder. Tschüss.